Ja, mein Name ist Jürgen Herbers, ich bin Hausarzt in Pleidelsheim, ein kleiner Ort im Landkreis Ludwigsburg. Wir sind 4 Kollegen und 10 medizinische Fachangestellte, die die Patienten hier betreuen. Ich selbst bin noch tätig im Vorstand des Hausärzteverbandes Baden-Württemberg. Und seit 6 Wochen haben wir hier eine Corona-Schwerpunktpraxis etabliert, in der wir ca. 40 bis 50 Patienten am Tag noch zusätzlich untersuchen. Hat sich das Patientenverhalten seit Beginn der Corona-Pandemie verändert? Auf alle Fälle. Patienten sind wesentlich ängstlicher geworden und hatten große Sorge, dass sie sich anstecken könnten in der Praxis. Wie reagieren Ihre Patienten auf den Luftreiniger? Ja, nachdem wir sehr viele Vorsichtsmaßnahmen schon vorher getroffen haben, aber es doch sehr kalt und zugig war durch diese viele Lüfterei, die wir machen mussten, sind die Patienten sehr dankbar, jetzt in einem wohltemperierten Raum sitzen zu können mit einer Luft, die gut gereinigt wird. Das gibt ihnen ein großes Gefühl der Sicherheit und sie merken auch, dass wir uns um ihre Sicherheit sehr stark bemühen. Warum haben Sie sich für einen Luftreiniger von Mann und Hummel entschieden? Ja, das Reinigen der Luft ist sehr wichtig, um die Aerosole zu vermindern. Und im Sommer ist es ja sehr angenehm mit dem Lüften. Im Winter ist es aber schwierig mit der nasskalten Witterung. Da haben sowohl wir als Praxisteam als auch die Patienten große Sorge, einen Zug zu bekommen, uns anzustecken. Und wir haben uns deswegen für ein Luftfiltersystem entschieden, um diese Aerosole zu reduzieren. Und für Mann und Hummel haben wir uns entschieden, weil ich überzeugt bin, dass diese jahrzehntelange Erfahrung mit Filtern sich auch positiv auswirken wird auf das jetzige Filtersystem. Und es ist ja auch so, dass die Filtersysteme von Mann und Hummel in Reinräumen und Operationssälen durchgeführt werden, was mir eine gewisse Sicherheit auch gibt. Würden Sie anderen den Luftreiniger weiterempfehlen? Ich bin überzeugt, wer für saubere Luft in Operationssälen sorgen kann, kann auch die Aerosolbelastung in Praxen wirksam senken. Vertrauen Sie dem Spezialisten. Musik